Ein Kill noch. Noch 9 Zeitlupen. Ich habe schafft noch 9 Zeitlupen-Kills. Was klingt, dass ich noch ein paar Gegner hätte, auf jeden Fall. Der ist schon ganz nett. Aha, da kommt er. Da ist er tot. 6000 Punkte. Ja. Noch 8. Ich meine, wenn ich jetzt noch... Ich habe gerade einen Penetrator bekommen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch 35 Kills haben vor mir. Also als mögliche Sache. Also bin ich optimistisch, dass es noch hinkommt mit meinen anderen Sachen, die ich hier brauche. Ist ja bloß naheliegend dann, oder? Gesperrt. Entweder ist da ein Geheimnis drin. Oder ich muss da nochmal zurückkommen nachher. Aber ich schätze bald, das könnte ein Geheimnis sein. Ich muss irgendwas aufmachen und wieder raufkommen. Das ist ja mal toll. Das ist ja was Neues hier im Spiel. Was ich eigentlich schon... nächstes Mal haben wollte, aber ich... Nein, ich glaube, ich komme nicht wieder rauf, wenn ich jetzt mal unten bin. Gesperrt. Normalerweise ist sowas nicht gesperrt. Das ist... Ah, verdammt, aber hier ist nichts weiter. Ich muss runter, jetzt alles nichts. Ich sehe nichts, was die Sperrung aufheben könnte. Dammit. Was soll's? Hier ist euer Phasing-Kommandeur. Ich will, dass diese Missgeburt aus dem Labor entsorgt wird, und zwar jetzt. Ey, ich sag doch sowas nicht. Angenagelt. Er ist tot! Verdammte Kacke! Woher weißt du das? Du siehst doch gar nichts. Du bist gar nicht selbst nicht zu sehen. Zur Hölle, nein! Doch, ich bin's schon. Hat er recht. Noch 5 Kills mit Zeitlupe. Ich meine, prinzipiell ein Schuss mit einer Pistole im Kopf und der ist weg, ne? Das ist ja so wie ein Teil 1 wieder. Das war ein Teil 2 gefühlt nicht ganz so effektiv. Aber hier haut es wunderbar hin. Also kriegen wir es auch noch geregelt hier bis Ende des Levels. Das würde ich mir schon wünschen. Alle Türen hier sind zu. Nur ich und du und Müllers Kuh. Also mal, ich drehe langsam bis am Rad, ne? Das müsst ihr mir verzeihen. Sniper. Ich habe hier eine gute Waffe, ich habe hier eine Mega... Ich hole mir jetzt keinen Sniper dafür, nee. Mit 5 Schuss wieder oder sowas. Nein, danke. Aua. Nee, nicht eh. Ich wollte... Kann ich gar nicht. Okay, cool. Das heißt, du bist der Letzte, ja? Gut zu wissen. Und weg ist er. Richtig. Na, ich bin jetzt wieder oben drauf, oder? Hä? Ach, jetzt ist die Tür entsperrt, alles klar. Das ist ja auch irritierend. Ah, kein Geheimnis, nur einfach komisches irgendwas. Wäre aber cool, wenn ich hier beim, was ich gerade sagen wollte, Penetrator gleichzeitig 2 Ziele hätte, aber Kopfschüsse mit Penetrator mache und Kopfschüsse. Wäre ganz cool, sie wie zusammen abzudecken, aber. Wäre vielleicht ein bisschen zu leicht, ich weiß es nicht. War es Kopfschuss? Auf jeden Fall war es Zeitlupe gewesen. Kopfschuss weiß ich nicht genau. Ich sehe keinen, nein. Ach. Na. Versteckt sich gut, der Typ. Zack. War Kopfschuss. Okay, war mir nicht sicher. War mich ganz schön daneben. Noch ein Zeitlupen-Kill für 10.000 Punkte. Olle. Jetzt kommen wir hier trotzdem nicht weiter. Nee, nee. Oh, jetzt wieder runterspringen? Hä? Ich glaube, es ist mal im Kreis, bis irgendwann eine Tür aufgeht oder was. Ja, Tatsache. Da ist sie auf. Das ist ja bescheuert. Stirb doch mal. Mist. Das war nix. Das war so richtig gar nichts. Au. Ist sicher, ne? Das ist eine Glasscheibe, ist aber egal. Muss reichen. Ach, für den da. Ach. Nee, der ist tot. Aua. Ist er tot? Ich meine, es war zu erwarten, dass ein Sniper kommt, denn ich habe hier einen Sniper-Gewehr. Ich konnte mir eins auswählen, das war klar. Muss einen Grund dafür geben. Er lebt immer noch, das gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Wie 50 in Folge sind doch mehr als
Das sind viel mehr als 50 in Folge. Spinnst wohl, Spiel. Nochmal rauflaufen. Penetrator nachladen. Müsst noch ein paar Schüsse da oben haben. Hallo? Eine super Waffe ist das. Macht sehr Spaß. Ja. Auch wenn sie ein bisschen den Bums verloren hat aus Teil 1 und 2, aber... Also, den Spaß mit der Physik, meine ich. Der Bums ist halt stärker als in Teil 2. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Jetzt habe ich dich! Wer hat... Oh, wen ist die Frage? Aha. Ich würde sagen, ich hab dich, Keule. Genagelt. Ohne Witz, ich gebe euch mal einen Tipp, Leute. Ah. Die wieder mehr länger abschnitten, habt ihr gemerkt, ne? Voll gut. Ihr solltet weniger reden, wenn ihr in Deckung seid, denn dann habt ihr unter Umständen einen Vorteil im Sinne von, ich weiß nicht, wo ihr seid. Dass ihr wahrscheinlich verratet, das spielt mir in die Karten. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Man, es stört mich jetzt nicht so an sich. Aber im Sinne des Fair Plays. Ah. Sag ich euch das. Ich glaube, da vorne ist ein Granatenwerfer, kann das sein? Dann wollen wir mal. Ah. Sieht gut aus. Ich sag ja, der Heli wird fallen, Leute. Der Heli wird fallen. Echt jetzt? Ah, fuck, der war nicht. Zwei, drei Treffer mit dem Ding und der stürzt schon fast ab, ne? Aber mit dem dicken... drei Abschüsse erzielen, oha. Da kommt doch mal noch mehr. Weil der Goliath ist meine Knarre gerade, oder? Nicht der Helikopter ist der Goliath, meine Knarre. Also mein Raketenwerfer ist der Goliath. Okay, dann... Ich habe meine Waffe verloren. Sie wurde nicht ausgetauscht, die ist weg. Och, nee. Oh, meine tolle andere Waffe ist jetzt weg. Wollt ihr mich verarschen? Kann nicht euer Ernst sein. Ich wollte die nicht wegschmeißen, ich wollte die nachher wieder aufnehmen. Gut, dass ich die andere und nicht den Penetrator gewählt habe dafür. Das wäre richtig deprimierend. Also merke, bei Waffenkisten wie dieser hier, Waffe austauschen geht nicht. Du schmeißt deine aktuelle weg und siehst weg für immer, wie es aussieht. So eine Kacke. Wo ist denn der Typ? Egal, der wird sich schon zeigen, wenn die Zeit reif ist, nicht wahr? Ist offenbar noch nicht reif. Ich versuche, so lange wie möglich Kontakt zu halten. Ja, ja. Erreicht irgendwie Beckett. Es ist unsere einzige Hoffnung, das hier noch aufzuhalten. Ja, ja. Alles easy. Mit der Pistole. Ja, du ahnst es nicht. Niedlich. Dann noch vier Schüsse hier mit. Vier Abschüsse. Also müssen ja noch mindestens zwei Gegner kommen, denn ich muss ja drei mit dem Goliath abknallen können. Der Helikopter war bisher der erste seitdem. Getränk, was für Kurin? Jawohl, ja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, wir schaffen das Spiel nicht mal durchzuspielen. Wir haben noch knapp 40 Minuten. Und ich glaube, da kommt noch einer aus der Mission hier nach. Und wir sind immer noch mittendrin. Also wird es nächste Woche dann richten müssen. Wo wir dann auch, das kann ich ja verraten, das ist ja nichts Neues, ist ja ein offenes Geheimnis, wo dann die Bioshock-Reihe die 4-Reihe ablösen wird. Also beides wahrscheinlich nächste Woche. Und die Woche darauf ist dienstags wahrscheinlich dann nur eine halbe Bioshock-Folge demnach. Ach, hallöde. Guck einer an. Da ist sie wieder.
die verloren geglaubte Lieblingswaffe. Also, neben dem Penetrator. Ich mach das so. Habe ich 5 Schuss hiermit, um den Erfolg zu kriegen. Und das wieso nicht, wenn ich die Munition gesickt habe, ist auch wurscht. Kann ich damit nochmal neu kriegen, wenn sie kommt oder nicht. Sonst bleib ich halt hierbei. Ah ja. Jedenfalls die nachfolgende Woche wird nun. Ach ja, natürlich. Moment, Moment. Oh. Fuck. Ehrlich jetzt? Ich habe keinen gekillt bisher? Gibt's doch gar nicht. Das zu mal fix damit 3 Kills machen, ne? Ist nicht. Hey, jetzt habe ich 2 von 3. Aua. Ich mach noch einen Kill, damit ich die Punkte habe und keine Ahnung. Hi. Ja. Shit. Tötet mich. Ich muss eben neu aufladen. Gezielter Tod jetzt. Komm. Ich gönne euch das. Genau, die Woche ist nämlich das Add-on. So ist es. Das wollte ich jetzt noch sagen. Also dann gibt es eine halbe Bioshock-Folge. Das heißt von 17 bis 19 Uhr. Und danach ist ja Add-on da. Wobei noch nicht ganz raus ist, wann das Add-on zeitlich spielbar sein wird. Es ist tatsächlich noch nicht bekannt. Ach komm schon. Noch nicht bekannt. Das kann theoretisch wie die Season um 19 Uhr anfangen oder auch eine andere Uhrzeit. Hä? War es ein Abschuss gerade oder war es keiner? Ja, ich glaube schon. Nein, zählt dir nicht als Abschuss. Was? Na. Jetzt habe ich Punkte, aber. So, fix mal zurückziehen. Aber da ist Phasenzauberer der Gegner. Faszinierend. Ich werde dann zumindest vielleicht. Was willst du vielleicht? Add-on spielen? Ich denke, du auf jeden Fall, dachte ich. 2 Tage anspielen können und dann ab. Ach so. Ab 10. will ich erstmal 4 Tage in Hamburg. Ist das schon Polaris oder wieso? Na. Stirb doch mal. Ist er tot? Nein, ist er nicht. Jetzt aber. Ich brauche noch 3 Kills für der Waffe. Wow. Hi. Ah, der deckt sich einfach. Duckt sich. Weiß nicht, okay. Hey, du Phasenzauberer. Komm her, ich spiele mit deiner Phase gleich. Das sage ich dir. Mann, Mann, Mann. Jo, Polaris, okay. Runter mit dir. Auf die Knie, für immer. Hinter mir? Nein. Überprüfe es. Negativ. Das ist ja immer noch einer von eurer Sorte. So. Oh nein. Daneben gesammelt. Kann er durch. Oh, kann er durchschießen, glaube ich. Scheiße. Das ist ja ungünstig für mich. Wechseln. Braucht die nicht mehr. Wo ist euer Zaubererchef? Ja? Sag mal. Noch 5 Kopfschüsse. Haben wir da. Ah! Gerade falsche Taste. Ich habe gerade laufen statt Zeit drüber gedrückt. Das war nicht so günstig. Ganz und gar nicht so günstig. Willst du mich auf den Arm nehmen? Verdammt. Ist er tot? Aber es war kein Kopfschuss gerade. Komm. Ach, verdammt. Ich zappel gerade ganz schön mit der Maus irgendwie. Oh, oh. Oh, da ist schon wieder einer. Das war Kopf, oder? Jawohl. Ja. Und da oben ist einer. Was ist das? Habe ich ihn erwischt?
klang nach Todesschrei gerade. Verdammt. Ah, das war's. Kopfschüsse voll, sehr schön. Yeah. Läuft gerade. So. Ah, der Chef lebt doch noch, sehe ich gerade. Ah. Scheiße, ich bin gerade hier auf freiem Feld. Oh Mann. Nein, ich muss gierig sein. Ich muss meine Punkte voll kriegen. Damit ich Sensemann werde. Oh, direkt vor mir. Hallöle. Sag mal. Mann. Mann. Die geben mir alle keine Penetratorwaffen. Oh, fuck. Ja, sehe ich. Alter, ist echt jetzt. Halt, ich muss die Typen. Der hat echt einen fiesen Vorteil mit dem. Mit der Umgebung. Verdeckung, boah, ist alles Mögliche. Das ist schwierig gerade. Und ja, ich weiß, gierig sein und so weiter ist völlig richtig. Da guckt ja ständig neue Gegner aus. Ich müsste mal hin zu ihm irgendwie. Rein da. Gott. Au, au, au. Die schießen da wirklich durch, die Schweine. Trotzdem habe ich, glaube ich, einigermaßen einen sicheren Spot. Ist euer Boss schon wieder, hä? Sag mal. Wo ist denn der? Aua, 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 aua. Von da unten. Das ist nicht ganz so sicher, wie ich dachte. Ich habe hier keinen Einblick, wo die alle sind. Das ist natürlich unpraktisch. Ach, hier sehe ich wenigstens den Typen einigermaßen. Ist hier lang? Nein. Ja, ja. Was ist das denn da? Oh. Warte. Habe ich ihn gekillt? Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Ja, dann ist ja alles gedritzt hier. Ich hab's geschafft, alles cool. Noch den Abfall. Ja, er kommt noch nicht mehr, es blitzt nichts mehr, ich hab ihn erwischt. Als ob es deine gewesen wäre, es war der Zauberer, dessen Gruppe das ist. Leben erlösche. Oh, die hält da was aus. Das gebe ich ihnen. Ja, ne? Weiter geht's. Ich muss erst durch, ehrlich. Weiß nicht, ob ich das will. Aber ich habe alles, was ich brauchte. Ich müsste noch dreimal was aufnehmen, das schaffe ich aber nicht mehr. Das ist unholbar für mich, der Erfolg. Ah, hoppala. Steep Overlay aktiviert. Ich bin wirklich ganz kurz vor 13. Ich bin gespannt, was 13 bringt. Das müssten wir noch hinkriegen, bevor das Spiel zu Ende geht. Da bin ich recht sicher. Das muss ich auch schaffen, weil ich will immer nicht wissen, was dann kommt. So, behalte ich jetzt die Elektrowaffe oder gebe ich die weg für was anderes? Schwierig. Ich meine, das Ding hat... Ne, ich tausche. Ich tausche. Das ist gefühlt die geilere Waffe, die macht mehr Schaden. Wir freuen uns jetzt gegen diese Typen eben gerade. Ich habe gesehen, wie lange er da aushält. Bis er drauf geht vom Blitz, das ist mir irgendwie zu lange und das heißt ineffektiv. Dann gönnen wir uns lieber hiervon ein bisschen was. Ach! Guck mal! Wurde eingesammelt nebenbei. Das habe ich gar nicht fokussieren wollen, aber ja, cool. Auch das war eben geschafft. Ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr schön. Warte an, ich schätze mal jetzt zum nächsten Abschnitt, nicht wahr? Kommando Whiskey 5-4. Oder auch nicht. Die einzigen Boden verbliebenen Einheiten bewachen das HVE. Alle anderen wurden evakuiert. Verstanden, Whiskey 5-4. Meldet Whiskey. Euch wieder, sobald Sergeant Beckett an Bord des Transporters ist. Er geht uns durch die Lappen. Oh, oh. Heilung, Bruder. Ja, ich bin auf dem Weg. Wie immer. Gar kein Ding. Also Beckett findet uns nochmal doch das Ende der Mission, nicht jetzt gerade.
dachte, das wird eher das Ende der nächsten Mission werden. Das heißt, ihr habt noch mindestens eine danach vor uns. Aber auch die werden wir heute bestmals anfangen und nicht mehr beenden, so wie es aussieht. Ja, hinter mir, ja. Hinter mir, vor der Mech gibt es übrigens nicht, ne? Ich sag's bloß mal, ihr Fieslinge. Mutti, lass das doch mal, was soll denn das? Warum hast du mich so sehr? Warum hast du mich so sehr? Was hat die jemals getan? Außer deine Existenz vergessen, aber das ist doch nicht so schlimm, denke ich. Du kannst ja neu kennenlernen und alles. Ist doch kein Problem. Ich bin so kurz im Level ab, ne? So kurz. Ich fühle mich wie ein Paket hier. Wir müssen nach Hawaii fliegen. Wenn hier so eine Alma-Puppe wäre, ne, mit 5000 Punkten, zack, wäre der Level-Up da. Das Level-Up, ne? Wenn du Beckett findest, wenn du ihn tötest, tötest du dich dann letztendlich selbst oder fühlt sich zumindest für dich so an? Ja, würde sich so anfühlen. Aber nein, ich meine, Beckett ist Teil 2 und ich bin ja der aus Teil 1. Das sind verschiedene Charaktere, insofern. Aber ich glaube nicht, dass Beckett töten unser Ziel ist. Wenn ja, finde ich es maximal ungeil. Ich bin ein großer Fan davon, Protagonisten aus vorigen Spielen in dem Nachfolger zu töten. Siehe zum Beispiel Mafia 1, Mafia 2. Fand ich ganz, ganz unschön. Ich meine, klar, das Ende von Mafia 1 kannte man ja schon. Deswegen, dass es kein Happy Ending war, das war nicht neu. Aber dass es dann mit 2 so verbunden wird, dass man das selbst gewesen ist, das war irgendwie ungeil. Hat es aber ein bisschen schlimmer gemacht, das Ende. Muss ich nicht haben, sowas. Aufmachen. Ach, guck mal, so ein Zufall. Baby, schwangere Frau. Aber ich glaube, wir haben diese Symbolik schon in meinem Spiel gesehen. Das fällt mir nur gerade auf, weil, naja, Alma und so ist ja kurz davor. Hä? Ach toll, ich bin da lang gelaufen. Das war rein optional. Na gut, auch. Nicht gänzlich verkehrt. Ach, wisst ihr noch damals, als wir in solchen Wagen rumgefahren sind oder rumgefahren wurden? Das waren noch Zeiten. Die Welt war noch halbwegs in Ordnung. Alma war noch nicht schwanger. Die Wehen brachten nicht die ganze Welt zum Beben. Ja, alles vorbei. Uah. Ups, ich bin gerade ausgerutscht mit der rechten Hand, weil mein Mauspad irgendwie sich komisch. Ich wollte mein Mauspad zurück recht drücken gerade und bin dabei dann so wusch. Und was ist passiert? Ich habe den Schreckmoment geskippt. Natürlich. Läuft wieder mal, ne? Ich glaube, der stürzt ab, der Helikopter. Wow! Woher habe ich das gewusst? Fear! Ein Helikopter stürzt ab! Nein! Wow! Ehrlich, die Dinger kann man... Das bringt einfach nichts, sich einzufühlen. Du weißt sofort, was passiert. Und vielleicht nicht sofort danach, aber es passiert auf jeden Fall. Die Dinger stürzen unweigerlich ab. Ich weiß nicht, ob die das selbst als Running Gag reingemacht haben oder ob es unfreiwillig zu einem geworden ist, aber es ist schon bezeichnend für die Spielreihe. Also auch das ist ein übergreifendes Element von allen 4 Teilen. Neben der Zeitlupe abstürzt ein Helikopter. Ja. Achso, da steht da jemand. War gar nicht. Geh weg. Nein, kein Knutsch. Und ich schon wieder. Sekelhaft. Lass mich. Vor allem so random gerade. Warum war's? Oh. Nein. Ich glaube, das kann ich nur so oft machen. Danach bin ich tot. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob da jemand stand. Beim zweiten Gucken stand keiner mehr da, auf jeden Fall. Na komm. Ich stehe jetzt hier und warte auf dich. Oh, ich habe kein Level geschafft. Scheiße. Gibt's doch gar nicht.
Ich höre ihn. Da ist er. Ja, hab ich erwischt. Scheiße. Kack, ich bin tot. Ich habe ihn einmal gehört. Oh, ich lebe noch. Ich habe ihn gehört. Antapsen habe ich ihn gehört. Aber ich konnte es im Angriff nicht ausweichen. Trotz Ballerei. Nein, jetzt sehen wir, wenn er zu unmöglich werden will. Eingeschickt. Da. Na, ich hab doch. Hab ich ihn? Bin mir nicht sicher. Ich bin zumindest verschreckt. Nagelpistole vielleicht nehmen dafür, ha? Wie wär's? Da ist er. Da, ich häng fest an irgendwas. Ich komm nicht zurückgegangen. Ja, Min. Okay, man kann ihn scheinbar nicht verletzen, wenn er auf einen zukommt, denn dann ist er in Phase und nicht treffbar, aber wenn er sich manifestiert, geht's. Das heißt, ich habe einige Male in die Luft geschossen. Da ist der nächste, na super. Oh, kommt jetzt in geballter Form? Na super, mega toll. Freue ich mich. Einfach durchlaufen. Hallo Alma. Nein, Mutti. Ist nicht so schlimm. Schütze dich vor dem bösen alten Mann. Ah, das ist ja wieder. Au. Nachladen. Geh weg. Warte, Mutti, lass mich nicht allein. Du musst doch mich beschützen. Du musst doch die Mutti. Blöde Mutti. Oh, Tür ist zu. Natürlich. Ziel im Sicherheitsbereich. Los. Ich mich gerade. Was? Nein! So. Kopfschüsse für alle für euch. Habt ihr für euren Reich Granaten, ihr Schweine? Drei Schüsse, drei Kills. So weit kommt's ja noch hier. Fies. Richtig fies. Oh. Hinter mir auch auf einmal welche, ja? Okay. Oh, mehr als einer. Oh, mehr als zwei. Oh, mehr als... Ah! Und keine... Oh. Warte. Keine Dings sicher machen, keine... Oh, fuck. Nein, scheiße. Oh, Munition. Nö. Nö. Okay, geschafft. Nicht gestorben. Dachte schon. Das war's jetzt. Voll. Ich wollte mal fix hier zum Dingens wechseln, was ich jetzt auch gemacht habe. Zu Schrot. Och, du Kacke. Nein, nicht schon wieder. Um da mal noch ein Abschussdings hinzukriegen, ne? Hey, das könnte mir helfen. Oh, zwei davon. Scheiße. Das ist böse. Das ist echt nicht mehr feierlich, Leute. Hinter mir andere bestimmt gerade, ne? Ja, muss ja eigentlich. Oh, Leute, ehrlich, das geht so nicht. Geht so nicht. Aua, 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 aua. Fuck. Wechsel, Feuer, laufen. Alter, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht... Oh, fuck, Sackgasse. Das ist nicht in Ordnung. Komm schon. Ja, der andere ist hinter mir. Natürlich, was sonst? Man kennt es ja nicht anders. Na, 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 na. Batman. Wow. Oh, oh. Oh, ah, das gibt's doch nicht. Ich war doch fast bei ihr tot gewesen, oder? Erik, dunkle Grüße. Ja, was ein fieses Game. Wow. Ja, bitte jetzt, wenn die beiden da sind. Ja, nicht irgendwie
mit allen Zwischengegnern. Das wäre echt hart. Okay, das ist in Ordnung. Ja, das ist okay für mich. Erik, wie geht's dir? Was ist hier los? Ach, nachladen.